Wir brauchen auch einen Wandel der Leitbilder. Gutes Leben statt endloses Wachstum, das ist ja auch schon erwähnt worden heute. Besser leben mit weniger Produktion. Nun ist es aber natürlich so, wenn man sagt, okay, können wir nicht mit weniger Produkten besser leben, dann, wenn wir weniger produzieren, dann gibt es auch weniger Arbeitsplätze. Ne? Ist sofort das Geschrei da, ah, was ist mit den Arbeitsplätzen? Wir können ja nicht weniger produzieren. Tatsächlich müssen wir immer mehr konsumieren, um immer mehr produzieren zu können, damit dieses ganze System stabil bleibt. Deswegen heißt mit weniger Dingen besser leben, dass wir gesellschaftlichen Reichtum und gesellschaftliche Arbeit umverteilen müssen. Ja? Wir brauchen Arbeitszeitverkürzungen. Das ist ja auch eine positive Nachricht, dass wir weniger Lohnarbeit machen müssen und mehr vielleicht vom Leben haben dann tatsächlich. Aber das ist nicht möglich, Lohnarbeit zu verkürzen, wenn wir nicht auch Reichtum umverteilen. Die Leute, die jetzt mit 40 Stunden schon kaum ihren Lebensunterhalt bestreiten können am Existenzminimum, die können nicht mit einer halben Stelle das jetzt plötzlich tun, sondern da muss umverteilt werden und da müssen auch diese gewaltigen Vermögen von Milliardären tatsächlich massiv besteuert werden. Das ist nur ein Teil davon. Es geht auch natürlich darum, Sinnstiftung in anderen Dingen zu finden. Und da ist das Bergwaldprojekt natürlich ein sehr schönes Projekt dafür, diese Erfahrung machen zu können, dass man in gemeinschaftlichem Leben durch Kultur, durch Natur und so weiter tatsächlich Lebensqualität gewinnen kann, die man vielleicht nicht erreicht, wenn man sich das jedes Jahr ein neues Smartphone kauft. Ne? Also ich bin fest davon überzeugt, dass man bessere Lebensqualität mit einem weit geringeren Ausmaß an Produktion erreichen kann. Ein wichtiger Punkt für die Transformation ist auch das, was man oft Resilienz nennt. Resilienz heißt Widerstandsfähigkeit gegen Veränderungen des Umfeldes. Und ich glaube, dass wir tatsächlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht über Brüche, Krisen, die noch heftiger sind als das, was wir bisher haben, herumkommen werden. Und da ist es natürlich entscheidend, inwieweit es auch lokale Wirtschaftskreisläufe, regionale Wirtschaftskreisläufe schaffen, sich ein Stück weit unabhängig von diesen globalen Wertschöpfungsketten zu machen. Ne? Also die lokale, regionale Gemeinschaften wieder aufbauen, stärken. Das hat nichts mit Renationalisierung oder dem Wiederaufbau des Nationalstaates zu tun. Es geht ja eher um Regionen. Und es geht darum, wichtige Grundversorgung, zum Beispiel mit Lebensmitteln, mit Energie und vielen anderen Dingen, die man regional und lokal erzeugen kann, aus diesen globalen Ketten herauszulösen. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, dass wir unseren Joghurt, jeden Joghurtbecher irgendwie 6000 Kilometer kreuz und quer durch Europa karren müssen, bevor er dann irgendwann konsumiert wird. Das kann man regional erzeugen und das hat einen ökologischen Vorteil und es hat auch den entscheidenden Vorteil, dass wenn in diesen globalen ökonomischen Ketten Dinge zusammenbrechen, unsere Supermärkte dann nicht leer sind. Ne? So einfach ist es. Es bedeutet auch, dieser Wandel, dass wir unsere Demokratie erweitern müssen. Das ist ein Aspekt, der im Buch auch eine wichtige Rolle spielt. Aus Zeitgründen konnte ich jetzt auf das Demokratiethema nicht so intensiv eingehen. Aber das, was wir als repräsentative Demokratie haben, ist eine wichtige Errungenschaft im Verhältnis zu dem, was vor 200 Jahren da war. Aber es ist auch eine eingeschränkte Demokratie geblieben. Also alle 4 Jahre zu wählen, reicht sicher nicht aus, um diese Zukunftstransformation auf den Weg zu bringen. Und Parteistrukturen sind teilweise auch mehr hinderlich als förderlich, um solche langfristigen Fragen auf den Weg zu bringen. Da gibt es viele Vorschläge, zum Beispiel den Vorschlag, Zukunftsräte einzusetzen, was so eine Art dritte Kammern sind, die sich mit Zukunftsfragen beschäftigen. Es geht aber auch um die Demokratisierung von Institutionen, die bis heute sehr demokratiefern sind. Also die meisten Unternehmen sind sehr demokratiefern bis heute, Schulen sind sehr demokratiefern und viele andere. Und Demokratisierung kann man nicht erwarten, dass sie tatsächlich funktioniert, wenn die Menschen den größten Teil ihres Lebens in demokratiefreien Institutionen verbringen. Wie sollen sie dann anderswo Demokratie praktizieren? Und eine ganz entscheidende Rolle spielen natürlich Medien. Demokratie kann nur so gut funktionieren, wie die Bürger informiert sind. Und in Deutschland gehören ein großer Teil der Tageszeitungen gehört 8 Milliardärsfamilien. Und da braucht man sich nicht wundern, dass man in diesen Zeitungen nichts darüber liest, dass Milliardäre besser mehr besteuert werden sollten. Ne? Das heißt, wir brauchen unabhängige Medien, die diese Themen besprechen. Das war auch einer der Gründe, warum ich Kontext TV vor 7 Jahren mitgegründet habe.
Abschied von der Naturbeherrschung. Diese Idee, die ich skizziert hatte, dass wir die Natur linear beherrschen können, dass wir sie steuern können, dass wir sie nach unseren Zwecken manipulieren können. Diese Vorstellung, glaube ich, müssen wir im 21. Jahrhundert beerdigen und auf so etwas wie Kooperation mit der Natur setzen. So wie wir Kooperation statt endlose Konkurrenz zwischen Menschen brauchen, so brauchen wir auch eine Idee von Kooperation mit der Natur statt Beherrschung. Und das bedeutet auch ein anderes Verständnis von Technologie. Ivan Illich, der bekannte Philosoph, Kulturkritiker, hat mal von Convivial Tools gesprochen, also von Werkzeugen für Konvivialität. Werkzeugen, Technik, die dafür da sind, unser Zusammenleben zu verbessern, unser Leben in der Natur zu verbessern. Und es geht also bei Technik darum, diese Dimension, unser Zusammenleben und unser Verhältnis zur Natur mitzubedenken. Also ein Abschied von Großtechnik bedeutet das auch und eine Hinwendung zu dem, was E.F. Shoemaker in den 70ern schon Small is Beautiful genannt hat. Also kleinteiligere Technologie, die dezentral und demokratischer gestaltet ist. Das alles ist natürlich nicht konfliktfrei. Und es wurde ja jahrzehntelang eingeredet, dass das ökologische Thema, das Klimathema eine Art Win-Win-Situation ist. Ne? Die Unternehmen haben ihre Business-Chancen und wir retten noch den Planeten nebenbei und das geht alles wunderbar zusammen. Inzwischen weiß eigentlich jeder, dass das Quatsch ist. Das wird nicht funktionieren. Es geht an massive Interessen heran. Ich hatte ja das Beispiel der Autoindustrie genannt und es gibt noch viele andere. Da stehen also große Interessen auf dem Spiel. Das ist kein Win-Win-Spiel. Es ist ein langer Prozess, also wir haben es nicht mit ein paar Jahren, sondern mit Jahrzehnten zu tun. Und es wird auch kein sanfter Übergang wahrscheinlich. Wir werden Konflikte haben und wir werden auch Systemausfälle haben. Und die entscheidende Frage ist, wie Menschen in Krisensituationen reagieren. Nehmen wir das Beispiel Finanz- und Bankenkrise. Wenn die nächste Finanzkrise kommt, werden wir wie 2008 relativ still sitzen und zusehen, wie die großen Banken gerettet werden, oder werden wir das als eine Chance begreifen und sagen, Moment, so wird nicht nochmal gerettet, dieses ganze System ist in jeder Hinsicht finanziell, aber auch moralisch und so weiter bankrott, wir brauchen ein ganz anderes Finanzsystem, ein Finanzsystem, das dafür da ist, das Gemeinwohl zu fördern, ein Finanzsystem, das Kredite vergibt nach ökologischen und sozialen Kriterien und nicht nach dem maximalen Profit. So ein Finanzsystem ist möglich, solche Institutionen gibt es schon als Nischen bisher, aber sie gibt es. Und das wird also entscheidend sein, wie in solchen Krisensituationen tatsächlich die Menschen informiert sind, wie sie vorbereitet sind und wie sie solche Krisen nutzen können, um positiven Wandel auf den Weg zu bringen. Die positive Nachricht von dem Ganzen ist, dass je chaotischer Systeme werden, desto wichtiger werden selbst kleine Dinge. Man nennt das in der Chaos-Theorie den Schmetterlingseffekt. Ein Schmetterlingsflügelschlag auf der einen Seite der Welt kann einen Sturm auf der anderen theoretisch auslösen. Und insofern, glaube ich, ist die Zukunft offen. Ne? Es kommt auf uns alle an, wie wir uns einbringen, wie wir uns einmischen. Es gibt keine determinierte positive Zukunft, aber es gibt auch keine determinierte Apokalypse. Und in dem Maße, wie wir alle zu Schmetterlingen werden und für einen positiven Wandel sorgen, haben wir gewisse Chancen, in diesem Chaos, in das wir uns hineinbewegen, etwas Positives zu bewirken. Vielen Dank.